Hallo, liebe ZuschauerInnen von den Space Frogs. Gibt es ab sofort auch Strom? Warum verkaufen die Space Frogs Strom, fragt ihr euch? Nun ja, ihr schaut uns jetzt schon 10 Jahre und da denken wir, wir können euch echt jeden Scheiß verkaufen. Und außerdem können wir alle Einnahmen daraus investieren, um die ungeklärten Fragen des Universums zu klären. Ja. Ihr wisst, auf diesem Kanal gibt es normalerweise nur Liebe. Wir konzentrieren uns niemals auf die Fehler anderer, um die bloßzustellen. Nein, das machen wir, wenn dann nur aus Liebe zu unserer eigenen Meinung, wie etwas Positivität. Zu sagen hat. Ja. Aber heute geht es um Hass. Zum ersten Mal. Es geht um meinen Hass. Ja. Meinen ungefilterten, ungeskripteten Hass auf web.de. Das hier ist ein Rage-Video. Macht euch bereit. Oh ja. Es brennt die ganze Zeit, glaube ich, in diesem Video. Es wird heute bei jemandem im Anus brennen, wenn wir fertig sind. Ey. Ah. Nicht bei dir. Oh. Du musst es stören, nicht üben. Rick, woher kommt eigentlich dieser spontane Hassausbruch? Ist da irgendwas passiert? Benutzt du etwa web.de? Ich benutze web.de eigentlich seit Jahren nicht mehr. Ich habe aber noch alte web.de-E-Mails, weil meine Eltern damals gesagt haben, web.de ist gut, du kostest kein Geld, ist kostenlos. Warum effe ich meine Eltern nach? Vor allen Dingen in dem Ton. Weil mein Vater hat heute Geburtstag. Oh, herzlichen Happy Glückwunsch. Happy Birthday, Dad. Du Arsch, der mich zu web.de gebracht hat. Wie kannst du nur? Aber auf jeden Fall, dadurch habe ich noch alte E-Mails. Und ich wollte heute checken, ob eine E-Mail auf einer dieser alten E-Mails aus Gründen kam, die ich jetzt nicht weiter erklären musste. Und ich habe 30 fucking Minuten gebraucht im Versuch, mich einzuloggen, und ich hab's nicht geschafft, weil ich nicht mal weiß, ob meine E-Mail überhaupt noch existiert, weil web.de so intransparent und scheiße ist, dass sie ja nicht mal sagen, oh, diese E-Mail existiert nicht mehr, oh, diese E-Mail existiert. Vor allem hat mir web.de tatsächlich vorgeschlagen, dass es mir mein Passwort resettet und an meine E-Mail schickt, in die ich nicht reinkomme. Wow! Das ist kein Scherz! Zwei-Faktor-Authentifizierung, hast du daran schon mal gedacht, also deine Handynummer einfach web.de geben, um dann daran zu kommen wieder? Ist ja bestimmt auch eine schlaue Möglichkeit. Nein, ich habe vor 15 Jahren habe ich sowieso nichts ernsthaft angegeben. Deswegen habe ich ja auch eine neue E-Mail machen müssen, weil meine E-Mail irgendwas mit Money Hans war. Ja. Dann gibt man normalerweise Shadowhunter 69 ein. Ja, mit 10 Jahren habe ich noch nicht daran gedacht, dass E-Mails vielleicht beruflich wichtig sein würden. Deswegen habe ich aber auch jetzt seit Ewigkeiten eine vernünftige E-Mail. Oh. Wie dem auch sei. Fangen wir an. Ja. Gehen wir einfach mal auf die Seite und hassen da einfach erstmal die Seite so an sich. Okay. Okay? Ja. Okay. Cool. Okay. Wow, Privatsphäre ist uns ja wichtig. Ja, was soll denn das, web.de, dass ihr euch an Gesetze haltet und euch einen abfragt, was sie machen müssen. Nee, aber mal ernsthaft, geht immer auf Einstellungen bearbeiten. Nicht alles akzeptieren, weil dann macht er automatisch über alles da so ein Häkchen. Wenn man gehört, web.de etwa zu 1 und 1, gibt's ja wohl gar nicht. Guck dir das alles an, wie viel man da, das würde alles angeklickt werden. Ich hatte noch nie so viele Sachen. Holy shit. Und ich meine, habe ich jetzt alles auswählen und weiter? Nein. Nein. Oh, ist das mies. Dass es so ausgegraut ist und sowas. Ja, das ist halt das Dumme. Und es machen super viele Internetseiten. So, der bunte Button, ja, einfach okay und weiter. Web.de ist quasi deutsches Google in Scheiße. Ja, eine tolle Startseite, auf die man kommt, dann hat man alles auf einen Blick. Wow. Ja, die Startseite von Google ist ja so super schlicht und du kannst halt oben rechts auf diese Punkte klicken und dann hast du halt diese 1000 Angebote, die ja, Google hat sehr viele Angebote. Und web.de ist so, die Leute müssen ja sehen, was wir alles anbieten, also pressen wir alles auf die Startseite. Wie so ein Truthahn-Ding vollgestopft wird mit Stuffing. Ja. Lecker. Wie hieß es nochmal? Leber, Niere, wo die Gänse doch da irgendwie so einen Stab in die Fresse kriegen und zugestopft werden, damit irgendwie ein Organ so riesig wird. Ja, aber es ist wirklich, normalerweise ist es irgendwie so groß und durch diese qualvolle, also wirklich Pressfutterei, ja, geil. Werden die dann so groß. Ja. Wow, es ist voll ausgeartet hier. Ja, und daran ist web.de genau schuld. Genau. Hier das Erste, was wir sehen, ist im Prinzip so ganz groß die News. Die krassen, selbst recherchierten die sind von der deutschen Presseagentur, die jeder andere auch hat und eigentlich nur einen Satz dazu geschrieben oder das einfach nochmal umgeschrieben, was ein anderer schon mal geschrieben hat. Wow. Aber hey, die haben ja sogar ein Video gemacht. Hä? Eine Minute 33. Ein bewegt Bild? Oh, das sind die Proud Boys. Ja. Das Ding ist, Proud Boys, Twitter unterwandert gerne Hashtags mit irgendwelchen anderen Sachen und so haben sie unter den Hashtag Proud Boys halt Bilder von Schwulen gepostet, das macht die sich Reddit halt küssen. Auch. Genau. Meine Angst dabei ist nur, dass irgendjemand auf Proud Boys klickt, denkt so, oh, das ist irgendwie irgendwas Proud Boys für Schwule positiv. Und dann Hashtag irgendwann wird ja jemand, fragt ihn jemand von wegen, hey, wie findest du die Proud Boys? Und ja so, ja, super, gut. Ich bin da, ich stehe da voll hinter. Und dann kriegt er auf die Fresse, weil er nicht da wusste, dass das so eine Rechtsorganisation ist. Upsi. Keine Ahnung, aber darum geht's nicht. Nein. Hass. Web.de ist da Schuld übrigens. Ich finde, da ist viel RTL-Werbung. Wir brauchen keine Zweitverwertung von Nachrichten. Es gibt genügend Nachrichtenportale, mit der ihr eine Kooperation machen könntet. Oh. Boah, guck mal, die ganzen tollen Services und Angebote. Wo inzwischen drin einfach eine Anzeige ist. Für web.de.
verkauft dir fucking Strom. Das ist web.de Strom? Warte, geh mal bitte rauf. Das kann nicht sein. Doch. Das ist wirklich web.de Strom? Oder ist es nur eine Anbietersuche und dann kriegst du eine Prämie und... Das ist halt dieses Prinzip, du hast halt so eine Kundschaft, die zu dumm ist, das Internet zu benutzen, wie zum Beispiel meine Oma. Und deswegen versuchst du da so jeden Cent aus denen rauszupressen, weil fucking Strom. Das ist so, als würden wir jetzt anfangen, Spargel zu verkaufen. Hey, unser eigener Belitzer Spargel, wir haben uns aus dem Arsch gezogen. Das ist ja auch nur eine Kooperation mit irgendeiner anderen Firma. Impressum, das ist die 1&1 Energie GmbH. Was hat 1&1 nicht? Das gehört alles 1&1. Grauenvoller Verein. Mein Name ist Marcel Davis und ich bin kostenlos. Es gibt natürlich auch web.de Mobilfunk. Natürlich. LTE 5 GB. Das ist auch praktisch, wenn du alles bei einem Anbieter hast und für alles nur dieselbe E-Mail brauchst. Gut, oder? Auch hier, diese ich meine einfach nochmal so Bubbles zum Anklicken. Wetter aktuell, regionale Nachrichten. Daily Soaps aktuell. Wow. BMI-Rechner, falls du täglich dein BMI ausrechnen willst. Wenn du so obsessed mit deinem Gewicht bist, dass du jeden Tag dein fucking BMI ausrechnest. Da war gerade Werbung für Moorhuhn. Es ist zurück. Bei web.de Games. Das ist doch nicht Moorhuhn. Das ist Casino. Das ist illegal. Außerhalb von Schleswig-Holstein. Super duper Moorhuhn. Oh, das ist nicht das normale Moorhuhn. Die haben echt Moorhuhn in ein Casino-Game verwandelt. Gehen wir nochmal hier ganz nach oben zu diesem komischen Reiter. Ah, du meinst, eine Schnellnavigation sollte das eigentlich sein. Und der erste Reiter ist Briefankündigungen. Möchte jetzt wissen, was fucking Briefankündigungen per sind. Per E-Mail kannst du dir, warte mal, vorab informiert, welche Briefe kommen. Wozu? Wenn die kommen, sehe ich doch, dass sie da sind. Warte mal, was? Also kriegst du nochmal E-Mails für deine Post, die du so bekommst und hast alles quasi doppelt. Aber wie soll das funktionieren? Heißt das, du müsste ja jedes fucking Briefzentrum eine Kooperation mit web.de haben. Ja. Das funktioniert doch gar nicht. Das Letzte, was ich will, ist, dass mein Brief fotografiert wird. Vor allem, warum brauche ich dafür web.de? Wenn ich jetzt zum Beispiel was an meine Packstation bestelle, dann kriege ich ja eine Meldung von der DHL, obwohl ich da nicht mal erfahre, weil das ja irgendwie auch so, ne, also von wem das ist, sondern einfach nur, dass da was ankommt. Es gibt eine einzige Situation, wo ich mir vorstellen kann, dass es nützlich ist, wenn du im Urlaub bist und auf einen wichtigen Brief wartest und dass du jemand anders hinschicken kannst und den Brief da rausholen kannst. Aber das ist ganz ehrlich... Genau, deswegen, für diese sehr spezielle Urlaubssituation ist es ganz wichtig, dass es hier oben der erste Reiter ist. Mhm. Vor Mobilfunk, vor E-Mail und Cloud. Hey, Job. Lotto, 37 Millionen. Sie haben 37 Millionen Lottos. Was, die machen auch Versicherungen? Oh. Und jetzt zu einer der Sachen, warum ich mich so krass aufrege. Jedes Mal, wenn du dich halt einloggen willst und ne, es ist eine alte E-Mail von mir, also es ist jetzt nicht die echte, die da steht. Die hat bestimmt eine. Ist mal die Frage, welches Passwort war denn das nochmal? Und dann probiere ich ein Passwort auf, dann klicke ich auf Login und dann sagt ihr, leider nicht erfolgreich. Klatsch dich erstmal voll mit, wow, mit Werbung. Allem. Und es geht nicht zurück zu diesem Fenster, wo du dich einloggen kannst, sondern nein, du musst nochmal zurück auf Login klicken und dann braucht das immer ein bisschen, weil er erstmal diese scheiß Werbung einloggen muss und dann gibst du halt wieder irgendeinen Müll ein. Funktioniert. Oh, es funktioniert wieder nicht. Und dann wird wieder die Seite geladen. Und Und du drehst durch. Und dann musst du dir vorstellen, Omas und Opas, die haben noch getaktete Leitungen. Und die verbrauchen da so viel Leitung. Wenn du dein Passwort falsch eingibst, was jedes Mal irgendwie irgendwann mal passieren kann. Jeder gibt mal sein Passwort falsch ein. Solltest du sofort wieder in den Logins-Menü kommen, wo deine E-Mail und das, was du eingegeben hast, immer noch drin gespeichert ist. Genau. Wenn du das nicht einrichtest, bei dieser Größe, dieser Webseite, solltest du... Die Sachen, die ich sagen will, sollte ich nicht sagen. Aber du gefährdest die Leben deiner Mitarbeiter, Chef von web.de oder wer auch immer das. Weil das macht Menschen wütend. Das sind Gründe, warum Leute Gewalttaten verursachen. Ja. Wer macht sowas? Wer programmiert sowas und denkt sich so, ja, das lassen wir jetzt für die nächsten 10 fucking Jahre und überarbeiten das nicht, weil das ist gut. Aber ey, lass mal, weißt du was, woran wir arbeiten sollten? Strom. Ja. Lass uns den Leuten Strom anbieten. Wir sind jetzt hier im Interface, wenn du dich jetzt mit der E-Mail eingeloggt hast. Und was ist das für eine scheiß Überladung? Und warum sehe ich die Nachrichten in meinem E-Mail-Fach? Das ergibt null Sinn. Das ist... Aber und jetzt bitte, Steven, sag mir, wo finde ich meine alten E-Mails hier? Du gehst auf... Zum Posteingang, das kleine in der Mitte da. Rechts unten? Nein, rechts da. Ja, du hast echt schnell gefunden. Ja, weil ich kenne nämlich Internet. Und jetzt ist hier das Allermerkwürdigste. Das ist eine uralte E-Mail von mir, die ich früher halt benutzt habe, um mich auf Hardcore-Porno-Seiten nicht anzumelden, weil ich war 10. Hättet ihr fast gedacht. Nein. Ha. Warum habe ich keine E-Mails? Weil sie irgendwann gelöscht werden. Warum löscht eine E-Mail
Seite deine E-Mails? Um Platz zu schaffen? Vielleicht, weil du so inaktiv warst und du alles auf ihren Servern zumüllst? Vielleicht hast du ja eine E-Mail bekommen mit der Ankündigung, dass sie es bald löschen werden. Wer bitte benutzt eine E-Mail-Plattform, die deine E-Mails automatisch löscht? Alte Leute? E-Mails löschen hin oder her, das machen ja alle anders, aber jeder hat doch bestimmt irgendwie mal so eine E-Mail, die alt ist, die er nicht löschen will. Meine Oma kriegt E-Mails von ihrem Bruder aus Australien. Ich bezweifle, dass sie überhaupt nur eine davon löschen wollen würde. Und Web.de ist wahrscheinlich irgendwann so, die Oma hat sich jetzt 10 Tage nicht angemeldet. Löschen. Wir brauchen diese 20 Kilobit Speicher wieder. Yeah. Weil zum Thema Speicher hat ja auch Web.de auch kein Angebot, sondern es ist so, die müsst ihr Geld bezahlen, so, weil sie es irgendwelchen alten Leuten sagen, von wegen, ja hier, 30 Euro für ein Gigabyte. Da steht Online-Speicher. Du hast 2 Gigabyte Speicher, da steht unten links. 2 Gigabyte ist echt nicht viel. 100 Gigabyte für 6,99 im Monat? Ach so, aber wenn du Club-Mitglied bist, was dann irgendwie auch schon anderes Abonnement ist. Was ist denn Club-Mitglied? Dann zahlst du 3 Euro im Monat oder was? Oh, dann kannst du 100 MB-Anhänge verschicken. Ich meine, Google zum Beispiel kannst du 25 MB-Anhänge verschicken. Wenn du aber drüber bist, lädt das automatisch einen Drive und schickt den Drive-Link. Ja, das geht auch. Und da hast du und dann gibt es ja auch noch WeTransfer. Was hast du bei Google? 15 GB Drive? Standardmäßig hast du 15 GB umsonst. Also es gibt sehr gute Alternativen, ja. Aber ich zahle auch nicht für meine E-Mail. Das macht heutzutage keiner. Also vor allen Dingen nicht, ich zahle doch nicht Geld für so eine E-Mail-Plattform. Weil wenn du irgendwie so eine High-Crypto-Security-E-Mail hast, okay, es gibt bestimmt Gründe, warum du Geld bezahlst für deine E-Mail. Aber dann möchte ich nicht, dass fucking Nachrichten und Wetterberichte und Werbung in meiner E-Mail-Plattform-Seite da die ganze Zeit angezeigt. Warum steht da oben TV-Streaming? Naja, damit man jetzt... Warum ist in meinem... Wir sind ja gerade in meinem E-Mail-Fach. Ja, stimmt. Wir sind nicht auf der Startseite, wir sind nicht auf der Werbeseite, sondern mein E-Mail-Fach steht TV-Streaming. Ich möchte kein TV-Streaming über Web.de haben, wenn ich meine E-Mail checke, die ja nicht mehr existieren. Toll, du kannst noch mehr Inhalt hinzufügen. Ach du Scheiße. Geburtstage. Okay, ich kann die Sachen entfernen. Oh, geil. Mach den Hintergrund anders. Cool. Sind die nur für die Clubmitglieder? Das ist nur für Clubmitglieder. Ich will aber diesen tollen Holzhintergrund. Ach nee, wir haben ja einen. Trotzdem. Bist du schon tot, Rick? Innerlich. Aber weißt du, womit sich der Web.de-Chef beschäftigt, anstatt mit seiner Webseite? Nein. Ich sag's dir. Also anstatt dafür zu sorgen, dass sein Angebot ein vernünftiges Angebot ist und er eine vernünftige Webseite hat, hat er sich was viel Leichteres gesucht, um das er sich kümmern will. Was, so eine Kleinigkeit, so nebenbei, so ein Hobby. Oh. Und zwar möchte er das menschliche Altern stoppen. Ach. Kein Scherz. Ist es ein neues Web.de-Produkt denn, was oben so ein Reiter ist, wo du draufklicken kannst? Stell dir vor, wir bieten Strom und wir können übrigens dein Altern stoppern. Wir sind übrigens, wir haben das gefunden, wonach Menschen seit Jahrhunderten suchen. Danke, Web.de. Ich meine, das wäre mal ein Angebot. Da würde ich sogar das Web.de-Club-Mitglied werden. Oh. Er steckt sein Geld in Verjüngungs- und Der Typ hat halt Kohle. Und das kotzt mich an, wenn Menschen Geld machen mit scheiß Angeboten. Aber ich meine, im Endeffekt, Web.de hat es genauso wie die CDU. Eure Kunden sind bald alle tot. Aber Rick, 70 ist das neue 30 nach ihm. Er macht einfach seine ganzen Kunden, macht er wieder jung, damit sie noch länger an seinen Abonnements feststecken. Das stimmt sogar. Wir müssen Web.de bekämpfen. Deswegen müsst ihr, die noch eine Web.de-E-Mail haben, oder Verwandte, die noch eine Web.de-E-Mail haben, dazu zu bringen, die E-Mail zu wechseln. Und es gibt einen ganz guten Grund, weil sonst passiert es euch wie Henno, Hand of Blood. Auf jeden Fall meinte er, dass seine E-Mail nach 14 Jahren einfach so gelöscht wurde. Und ich würde es nicht ausschließen. Ich meine, meine E-Mails wurden ja auch gelöscht. Meine E-Mails wurden gelöscht. Bei ihm wurde das Konto gelöscht. Aber dein anderes Konto ist ja auch nicht mehr irgendwie scheinbar. Ich komm nicht mehr rein. Ja, deswegen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es existiert noch. Ja, es ist Schrödingers Katze. Schrödinger. Deswegen, Web.de gehört vernichtet. Diese Menschen dürfen kein Geld damit verdienen. Wir brauchen einen Krieg gegen Web.de, weil wir haben noch nicht genügend Probleme gerade damit. Oh Mann, ich sehe schon den Hashtag. Ja, Rezos-YouTuber hetzen gegen Web.de. Ernsthaft, es gibt so viel bessere E-Mail-Seiten und auch welche, die jetzt nicht von großen Unternehmen sind, wie Yahoo oder Google oder Microsoft oder sowas. Ich glaube, ich schreibe der Web.de nein, nein ran. Aber es ist ja fast schon Werbung. Machen wir lieber nicht. Das war einfach mal ein purer Hass. Deswegen haben wir hier noch weitere Videos, die bestehen aus purer Liebe, weil ihr wisst ja, bei uns gibt es nur Positivität. Das ist ein Gegenstück jetzt. Love und obwohl, nein, ich meine, Appreciation. Hier geht es ja auch um Liebe. Hier geht es darum, dass wir euch bitten wollen, eure Verwandten vor Web.de zu schützen. Genau. Das macht man aus Liebe.